Siracusa, heute ist ein besonderes Tag. Es ist Ostern, die Auferstehung von Jesus Christus. Was können Sie über Ostern sagen? Was bedeutet dieser Feiertag für Sie? Ah ja, für mich steht es nicht da, weil Jesus für mich nie gestorben ist. Er konnte nicht sterben, selbst wenn er es gewollt hätte. Und ich verstehe nicht, warum heute noch. Mein Gedanken geglaubt wird, dass er tot ist, während er immer am Leben war. Selbst wenn man glaubte, er sei tot, weil er ein Mutant war, weil er in perfekter Harmonie mit der allmächtigen Intelligenzkraft Gottes ist. Also, wie kann ein ewiges sterben? Wir kehren zurück zum vorherigen Treffen zurück, Signor Siragusa. Ich konnte aus dem vorherigen Treffen verstehen, dass Wesen aus anderen Welten mit einem Geist der Brüderlichkeit auf die Erde kommen. Sie denken, dass der Mensch diesen Geist der Brüderlichkeit erwidern könnte, wenn man bedenkt, dass gerade die Menschen untereinander nicht in der Lage sind, einander zu lieben, einander zu helfen als Bruder. Liebe Freunde, die Bruderschaft ist in Agonie. Der Vater gegen den Sohn und der Sohn gegen den Vater. Krieg, Krieg, Gerücht, Seuchen, Hunger, Morde. Wo ist die Bruderschaft? Sie meinen also, der Mensch wisse nicht, wie man Harmonie auf Erden aufbauen könne? Nicht nur weiß er nicht, wie man es aufbaut, sondern es gibt diejenigen, die sie dazu drängen, so zu bleiben, wie sie sind, weil es ihnen passt. Ignoranz passt ihnen. Und Ratlosigkeit, Konsumismus, illegaler Handel. Also, selbst wenn Sie möchten, dürfen Sie es nicht machen. Warum werden Sie losgelöscht, vergewaltigt? In diesem intimen Wunsch, besser zu sein, gerechter zu sein, Bruder zu sein. Nun, was soll der Mensch Ihrer Meinung nach tun, um so zu leben, wie Außerirdische auf anderen Planeten leben? Die Zeit wird kommen, wo der Mensch willend oder unwillend ein Gesetz akzeptieren muss, das er immer abgelehnt hat. Und die Zeit ist nicht mehr fern. Die Zeichen sind da. Blind und taub zu sein, nützt der Menschheit nicht. Die Menschheit muss mehr sehen und hören, mehr als berühren. Und die Zeichen sind da. Es gibt sie auf der Erde und es gibt sie im Himmel. Wird viel über die Verschwörung des Schweigens gesprochen. Warum und von wem gesucht? Gesucht von denen, die Angst vor der Wahrheit haben. Die Wahrheit erschreckt
die Händler des Todes und Zerstörung. Die Wahrheit könnte die Menschen frei machen. Und die Menschen dürfen es nicht sein, frei sein. Denn wie könnten sie sonst manipuliert werden? Und hier ist die Verschwörung des Schweigens. Niemand darf wissen, dass es etwas gibt, das die Menschen frei machen kann. Es ist die Wahrheit. Deswegen aus Furcht vor der Wahrheit wurde deshalb auf Golgatha das Kreuz errichtet. Wir halten weiter durch. Aber bis wann? Wir werden sehen. Aber Sie glauben, dass der Mensch auf der Straße, der Mensch des Alltags, es wissen will oder will es ignorieren? Intim ist der Mensch auf der Suche nach der Wahrheit, aber er ist konditioniert und beeinflusst und absichtlich irregeführt, gewollt. Aber nicht alle sind so. Viele erwachen. Viele haben es gut auf bestimmte Haltung gut fokussiert. Gewisse Haltungen gut qualifiziert, Institut. Daher die Dinge klarer zu sehen. Dies ist bereits eine gute Veranlagung. Die nächste Zeit wird uns mehr sagen.